Hallo und zurück. Sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Als Fan der 70er Jahre bin ich natürlich Fan von Pink Floyd. Und Pink Floyd hat so viel gemacht und hat mir sehr viel bedeutet und bedeutet mir nach wie vor sehr viel. Ich höre sehr oft ihre Musik. Ich muss zugeben, Pink Floyd für mich hört auf mit dem Album The Final Cut. Danach war es nicht mehr die Pink Floyd, die ich so mochte. Ich bin ein Fan von Roger Waters und ich mag vor allem aber auch die ganz alten Pink Floyd. Und jetzt kam Anfang November eine Box heraus, die Early Years von Pink Floyd. Und da ist die Box, die Early Years, und zwar 1965 bis 1972. Also die Phase, wo sie berühmt waren, bekannt wurden durch ihren Psychedelic-Sound, aber noch nicht den großen, fetten Durchbruch bekommen haben, den sie ja später haben mit Doctor on the Moon, Animals, Wish You Were Here, Wall und so weiter. Das sind die Frühphase und die Frühphase mag ich. Die Frühphase ist auch verbunden natürlich mit einem Menschen namens Syd Barrett. Wir wissen alle als Floyd-Fan, wie wichtig der war. Und jetzt kam endlich so eine ultimative, super, super genial Spitzenbox raus mit insgesamt 10 CDs mit 8 Blu-Rays mit 9 DVDs und 5 Singles und viel volle Fans drumherum. Jetzt schauen wir mal rein. Ich mache jetzt mal ein Unboxing meiner Kiste. Die Kiste wird wahnsinnig hoch gehandelt. Ich habe Glück gehabt, dass ich dieses Ding bekommen habe für einen im Vergleich Spottpreis von knapp 400 Euro. Ich habe gesehen, das Ding wird auch für 600, 800 Euro schon gehandelt. Also habe ich Glück gehabt und naja. Es geht los, ich mach mal auf, es liegt hier was drauf, es liegt hier was drauf. Warum liegt denn hier eine CD drauf? Okay, also hier liegt einfach mal so eine CD drauf, der Stereo-Mix von Obscures by Clouds. Ich weiß nicht, warum die einfach hier so oben drauf liegt. Also, scheinbar hat jemand die Box schon aufgemacht. Schau mal, ich hole sie mal raus, die Box. Das Ding ist relativ schwer, wie immer, bei diesen Paketen. Ich hole sie mal raus. Und Kämpfe. So, das Ding mal weg. Rums. Ich flach das Zeug mal weg. Rums. So, und hab hier meine fette Pink Floyd Box. Die Early Years 1965 bis 1972. Und Dreck, so ein blöder FSK-Aufkleber ist drauf. Gut, und schauen wir mal, wie geht sie auf? Wie geht sie auf? So geht sie auf. Zack, so geht sie auf. Und im Deckel ist nichts drin. Tue ich mal weg. Und hier ist die Box. Da. So sieht sie aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schuber. Und ich hole diese Schuber mal raus. Und die schauen wir dann gleich an. Ich stelle sie mal hier hin. Also mich wundert es immer noch, warum diese eine Ding da oben drauf lag. Naja, gut, was haben wir noch? Wir haben einen Griff und in den Griff greife ich mal rein und mache die Klappe auf und habe hier eine zweite Box drin. Das war es dann mit der Box. Hier, ich habe hier eine zweite Box drin. Da schauen wir mal rein. Was ist da drin? Erinnerungszeug, Firlefanz auf gut Deutsch, Postkarten und ja, Eintrittskarten, alles Schrott, das man eigentlich nicht braucht. Interessanter sind die Singles, Arnold Lane, jawohl, See Emily Play, Apples and Orange, It Would Be So Nice, Point Me at the Sky. Also hier, schauen wir mal da rein. Hier, auch schön verpackt, noch mit einem Aufkleber verpackt. Also hier gucken wir mal ganz vorsichtig rein, möchte nichts kaputt machen, deshalb nehme ich auch mein Messerchen und löse ganz vorsichtig hier den Aufkleber, klebe den mal dahin und guck mal rein, was drin ist. Also als erstes ist ein Foto der alten Herrschaften drin. Mein Gott, waren die Jungs damals jung. 1965. Roger Waters, cooler Hund. Okay, dann schauen wir mal, was ist noch drin. Ich komme jetzt einfach mal und nehme euch und stelle euch auf diese große Box drauf. Gucken, ob das geht. Ups, jetzt fällt er mir auch noch um. Und so, und klappt euch mal nach unten. So, jetzt seht ihr auch nichts. Naja, wurscht. Also, jetzt schauen wir mal damit zusammen rein.
Wir machen auf. Wir haben hier Plakate drin. Plakate von früher. Von wann, weiß ich nicht. Müsste man schauen. Irgendein rosa Plakat. Gut. Dann machen wir weiter. Ein Plakat. Nachdruck. Aha. Fairport Convention. Mein Gott, waren das Zeiten. Incredible String Band. Ja, ja. Also damals war Pink Floyd ja wirklich noch eine Art Underground-Band. Spielten im UFO-Club und hatten ihre Fans. Und ja, schauen wir hier doch mal durch, was noch so ist. Poster Town Hall Pink Floyd in Stereo. Jawohl. Ja, man sieht einfach, wie psychedelisch das Ding damals angehaucht war. Hier ein Booklet, Musicland. Die ersten Alben, schön gemacht. Mein Gott, waren das Zeiten, waren das Zeiten. Gut, sehr schön. Hier haben wir noch ein Zettelchen. No more singles von Pink Floyd. Aha, okay. Also dann doch keine Singleband gewesen. Und jetzt haben wir nochmals zwei. Noch mal Papier vom Rainbow 72, ein Programm. Mein Gott. Ja, okay. 72 und Eclipse bei Pink Floyd. Jetzt räume ich mir wieder alles rein. Und das fällt mir die Hälfte runter. Eine Maus ist runtergefallen. Lassen wir sie liegen. Also, wie gesagt, das ist zwar schön, schaue ich mir ein-, zweimal an, aber das war es auch dann. Das ist jetzt nicht so meine Welt. Ich klebe den Aufkleber auch wieder drauf. So, drauf gebeppt. Und schau mal interessanterweise, was drunter ist. Das ist noch viel interessanter, nämlich das ist Musik. Musik, 1, 2, 3, hier. Okay. Roger Waters, Nick Mason, Syd Barrett und Richard Wright, Pink Floyd, Arno Lane. Hier, See Emily Play, schöne Singles. Wir kennen sie von ein paar LPs und dann später CDs. Release 17. November, oh, das war jetzt gerade. Hier eine Columbia-Single ohne Cover und hier nochmal ohne Cover. Also, die kommen bei mir in die Rockola. Ich habe so einen großen Musikplayer, so eine Box, so eine Art Wurlitzer. Und da werden die Sachen abgespielt und da höre ich mir diese Sachen in Ruhe an. Jetzt machen wir den Deckel wieder zu, Klappe zu, Affe tot. Und ihr kommt dann gleich wieder, ach, euch lasse ich mal da stehen. Ihr kommt dann gleich wieder hier hin, weil jetzt geht es ab an die Box. Warum dieses Ding dabei ist, weiß ich immer noch nicht. Naja, also jetzt bauen wir euch wieder hier auf. So. Und dann schauen wir mal rein, was ist alles drin. Das wird jetzt zu viel sein, das alles vorzustellen, aber ich will es jetzt einfach mal exemplarisch herausgreifen, wie es so schön heißt. Hopp, machen wir hier mal auf. Und also ihr seht, das ist nur was für den Fan. Das ist jetzt nicht was für, ach, ich kaufe mir mal eine Pink Floyd. Nee, das ist was für den Fan. Ich greife jetzt einfach mal die erste Box raus und habe hier die erste Box. Das ist, oh, schön gemacht. Eine schöne Box. Die damaligen Soundtracks, Obscurs by Cloud, jawohl. In meinem Blog schreibe ich dann genau die Titel auf, was drauf ist und welche Sachen drin sind. Ich will euch jetzt einfach nur mal zeigen, wie diese Boxen ausschauen, wie die Blu-Rays ausschauen, wie die DVDs ausschauen. Also ist hier sehr, sehr schön gemacht. Was ich ja persönlich am liebsten habe oder gesucht habe, war eine Aufnahme von Atomheart Mother, und zwar die Ballettaufnahme. Von der habe ich immer gelesen, aber ich habe sie nie gesehen. Und ich habe gelesen, dass es hier drin ist, in dieser Box, und da freue ich mich drauf. Das werde ich mir in Ruhe anschauen. Hier ist die Box dann etwas in einer anderen Farbe. Gut, mal hier, Pink Floyd Recordings Nummer 2. Ich habe die Box Nummer 3. Also hier setzt sich es in ein bisschen, ja, rosa fort. Schön gemacht. Also man muss zugeben, Pink Floyd hat da schon Geschmack. Klammer auf, bei dem Preis, aber auch nicht anders zu erwarten. Hier die psychedelische Paisley-Variante. Schönes Bild hier wieder mit dem Auto. Also, wir machen jetzt mal nur weiter, dass ihr mal die verschiedenen Farben seht. Hier haben wir die gelbe Variante. Und
Ja, schön. Gelbe Variante. Und hier haben wir eine Orange Variante. Okay. Schön. Also wie gesagt, Syd Barrett, tut mir echt leid um den Karl. Das war so ein Genie. Ich habe ja auch viel über Syd Barrett in meinem Blog redaktion42.com geschrieben. Schade, dass der Mann abgedreht ist. Zu viel Drogen, zu viel was weiß ich. Und ja, dann eigentlich gestorben ist. Traurig, weil er hat ein echtes Talent. Ich mag die Syd Barrett-Platten. Ich mag The Piper of the Gates of Dawn, die eine der ersten Pink Floyd, die erste Pink Floyd, wenn ihr so wollt. Da habe ich mir auch die Stereo-Fassung mal gekauft. Schade, dass er tot ist. Schade, dass es mit Pink Floyd zu enden musste. Gut, David Gilmour kam dazu. Und Gilmour ist natürlich auch ein guter Mann, aber mir war Syd Barrett lieber. Die hätten Gilmour mit dazu nehmen können. Und die waren ja alle befreundet. Und wir wissen ja auch die traurige Geschichte von Wish You Were Here, als Syd Barrett ins Studio kam und man nicht erkannt hatte. Und dann gab es den Song Shine On Your Crazy Diamond. Der ungeschliffene Diamant Syd Barrett, der aufgetaucht ist und keiner hat ihn erkannt. Und daher war es Wish You Were Here. Das ist aber eine andere Zeit. Wir sind jetzt hier bei den frühen Jahren. Bei den frühen Jahren 65 bis 72 mit tollen Werken. Ich bin mir sicher, das Ding ist so remastered. Ich werde mir es jetzt im Grunde ganz in Ruhe anschauen. Also es dauert wahrscheinlich eine Zeit lang, bis ich alles durch habe. Ich werde mir die Weihnachtsferien dazu nehmen. Und ich werde jetzt dann auch mal meinen Blog schreiben über die ersten Eindrücke. Ich freue mich, dass ich es habe. Und ich glaube, es ist eine wichtige Sache für alle Pink Floyd-Fans. Ja, und mir graut es davor, es wird wahrscheinlich eine zweite Box geben und ich werde sie auch kaufen. Okay, also viel Spaß. Danke. Und ich weiß immer noch nicht, was diese CD sollte. Naja.